Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne kurz zeigen, wie ihr bei einem HomeDocs Safe die PIN ändern könnt, also die Zahlenkombination, die ich hier auch standardmäßig schon gespeichert habt. Diese steht auch in der Anleitung drin. Oder ihr euch auch eine vergeben wollt oder sie sogar vergessen habt, könnt ihr diese natürlich ganz einfach resetten und dann eine neue eingeben. Ja, was ihr dann braucht, falls ihr nicht reinkommt, ist auf jeden Fall einmal der Schlüssel. Hier haben wir auch zwei Stück mit dabei. Den kann man hier dann reintun und dann kann man den Safe auch öffnen. Das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt kann man das hier umdrehen und den ganzen Safe hier öffnen. So schaut das Ganze von innen aus nochmal. Wir haben hier zwei Bolzen. Moment, wackelt alles ein bisschen. So. Und hier hinten befindet sich das Batteriefach. Die, falls die mal leer werden, wird das auch angezeigt. Zum Glück, und dann müsst ihr diese austauschen. So, hier im Batteriefach haben wir hier einen Reset-Button. Mit dem können wir das einstellen, dass wir einen neuen PIN-Code hier vergeben können. Dieser kann von 2 bis oder von 3 bis 8 Zahlen sein. Und das wollen wir einfach mal kurz zusammen machen. Mal jetzt hier nochmal zu. Schlüssel kurz raus, damit ihr es seht. Ich möchte einfach mal die Kombination 1, 2, 3 verwenden. Diese ist jetzt hier nicht abgespeichert und es wird auch nicht gehen. Also es geht auch nicht auf. Nochmal. 2, 3. Reagiert gar nicht erst. So, dann gebe ich jetzt meinen Code kurz ein und öffne den Safe erst einmal. So, wenn ihr den Safe geöffnet habt, drückt ihr diesen Reset-Button. Ich schaue gerade. Moment. So, die Batterien waren nicht mehr richtig drin. Falls die mal raus sind, ist euer Standardcode immer der, wo auch eine Gebrauchsanweisung steht. Ist aber nicht weiter schlimm. Wenn ihr einmal den Safe offen habt, könnt ihr den immer wechseln. Da drückt ihr den grünen Kopf. Knopf und es leuchtet hier orange. Jetzt könnt ihr hier euren PIN eingeben, den ihr nutzen möchtet. Wie wir gesagt haben, wir wollen 1, 2, 3 haben. 1, 2, 3 und dann drückt ihr einfach die Zahl hier C oder E und schon ist das Ganze gespeichert. Jetzt können wir das alles schließen. Schlüssel brauchen wir gerade auch nicht mehr. Tun wir einfach mal das hier wieder drauf und ja, versuchen wir mal einfach M1. Nein, und dann machen wir wieder unseren Code 1, 2, 3. Und ihr seht hier auch schon die grüne LED, das heißt, ihr könnt den Safe jetzt schon öffnen. Ja, das Ganze versehe ich jetzt wieder mit meinem PIN. Ich wollte einfach mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Sehr unkompliziert, wie gesagt, öffnen müsst ihr es auf jeden Fall irgendwie, also mit dem Schlüssel und dann diesen Reset-Button, dann könnt ihr das Ganze einfach ändern. Einfach hier drauf. Schon kann ich hier wieder einen anderen Code machen. Machen wir mal jetzt 3, 2, 1, C. Schließen wir das Ganze mit 1, 2, 3 sollte es nicht mehr gehen. 3, 2, 1 geht. So schnell könnt ihr das einfach ändern. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, ich konnte damit helfen. Ist wirklich sehr unkompliziert. Anfangs habe ich auch erst einmal schauen müssen, aber ich wollte einfach nur ein bisschen helfen, damit ihr seht, wie einfach das ist. Danke, Leute, fürs Zusehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.